Ja, klar, sie hat, seine Jahr hat einen Tag länger. Nee, weiß ich jetzt nicht. Hm. Das ist eine gute Frage, nein. Also ich wüsste es jetzt so auf Anhieb nicht. Ich glaube, das ist im Februar, dass der Februar irgendwie kürzer ist. Statt 28 Tage irgendwie 26, bin mir nicht ganz sicher. Also alle vier Jahre hat der Februar 29 Tage und nicht 28 Tage. Das ist das Schaltjahr. Das ist alle vier Jahre, wenn der Februar 29 Tage hat. Ein Schaltjahr hat einen Tag mehr. Also 29 Februar ist das Schaltjahr und hat 29 Tage. Und sonst sind es 28 Tage. Ja, da haben wir im Februar, glaube ich, einen Tag mehr, ne? Ja. Weißt du auch, warum es das gibt? Nein. Ich glaube, das hat irgendwas mit der Rotation der Erde zu tun. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Ja, das hat irgendwie was mit der Zeit, mit der Sonne und so weiter zu tun. Aber das kann ich nicht erklären. Okay. Oh nee, das weiß ich nicht. Ich habe es gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Niederländiger Mond oder irgendwie? Nein, das irgendwie, weil die Sonne, das hat irgendwie mit der Sonne zu tun. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber mit der Sonne hat es zu tun. Also normalerweise hat das Jahr ja 365 Tage, weil die Sonne ja um die Erde kreist, aber die kreist halt nicht so komplett rund rum, sondern diese Achse ist ein bisschen verschoben, ist ein bisschen oval und deswegen, wenn man dann alle vier Jahre noch einen Tag dranhängt, dann gleicht sich das ein bisschen aus mit den 365 Tagen.